Hallo, servus Leute. Hallo, Und ich willkommen hab zu einer gehört. neuen Hallo. Folge Raft. Mit Freunden. Ihr habt Boot gerade zuerst gefunden und das ist wirklich durchgezogen. Was? Was für ein Boot? Egal. So, ja. Hier oben muss eine Kiste sein. Ah, da. Jonas, wir haben schon. Ja, okay. Zweimal das gleiche Rezept. Perfekt. Ich finde keinen Schrott hier. Hey, du darfst erst zurückkommen, wenn du 20 Schrott hast. Find nicht. Ich habe bis jetzt nur Kupfer gefunden. Ein bisschen Metall. Alles voll. Was denn? Ich hab doch gar nichts. Schon noch. Braucht es irgendwie alles? Ja, geht mir auch immer so. Ey, das ist hier kein Schrott. Ich weiß nicht, ob du was findest, aber ich finde nichts. Ich bin drin. Ja, du bist stuck. Und ich stehe direkt in einem Tisch drin. Ich bin der Professor hier. Das ist mein Arbeitsplatz. Aber es gab eine Möglichkeit im Third Person. Hier. Oh, okay, ich stehe ein bisschen arg tief im Tisch drin. Steuerung in Raft ist schon immer so viel anders wie in anderen Games. Das ist voll krass irgendwie. Und fühlt sich anders an vom Laufen her und kameratechnisch. Weiterfahren? Weiß nicht. Wenn du jetzt alles hast von unten? Also ich finde nichts. Also ich finde Sand und Lehm, aber ich glaube, zwei Schmelzen reichen, wenn ich den Schrott habe. Würde ich sagen. Ja, brauchen auch keine zwei Schmelzen. Weil wir nie Holz haben. Ja, das ändert sich eines. Ich würde ins Wasser fallen. Das ändert sich eines Tages. Komm, wir sind schon hier raus. So. Ah, nicht drehen. Ich ausmachen. Ey, es hat's perfekt gedreht. Wunderbar. So, wir müssen an der Lautstärke rum. Au. Aua. Was macht ihr schon wieder, ne? Ich hab von einem Stein abgeschmissen. Ja, das ist normal hier. Ja. Ich bin voll erschrocken, ich will. Junge, du bringst mich um. Warte, warte, ich brauche einfach durch, ich dachte gerade Felix. Ich habe keine Steine mehr. Ich hab nicht mal einen Becher, Hilfe. Ich hab echt. Nein! Oh, nein, mach das wieder auf. Brauchst du jetzt einen Becher oder was? Ja, aber ich krieg's Segel nicht mehr auf jetzt. Bevor du stirbst. Hier. Ich hatte sogar schon Wasser drin, jetzt nimmt er das Ding auf. Trink das aus und wirf den Becher wieder hin, Alter. Oh, ich hätte Zeit fürs Reinfüllen. Vielen Dank. Bitte. Ich bin eine Möwe. Ich bin Oberleiter, das ist Was?
Wo ist der hin, Jonas? Hm? Ah, Was? Teleportierst dich hin und her. Ich hab ne Tasse. So. Ich hab mir eine neue gekräftet in der Zwischenzeit. Perfekt, portet dich halt. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen Ausrüstung rankriege. Gar nichts. Das ist alles selbst gefarmt hier, das ist klar, ist, ne? Der klaut die ganze Zeit, dass das klar ist. Ist es okay, wenn ich ein Hai esse? Nein. Warum trotzdem? Vielleicht noch mehr Hai. Jonas, mach dich ran ans Kochen. Weil ich noch deine Rezepte auswendig. Sogar zum Teil vielleicht, ja. Wir haben noch nicht mal einen Kochtisch. Hier. Hast du das Fass eingesammelt? Was? Fass, das hier gerade durchgeschwommen ist und auf einmal verschwunden ist. Der krallt sich alles. Perfekt. Also die Frage ist überflüssig. So kenne ich ihn. Bin ich jetzt gemein? Da hinten ist eine Insel. Das Mobbenkreis hier. Wollen wir da hin? Manchmal bist du voll leise und bist du auf einmal wieder voll laut. Weiß auch nicht. Gut, einfach mal gescheit in dein Mikro reinlaufen. Ja, aktuell so mega leise wieder. Ich irgendeine. Was? Ist das besser? Ja, zum Teil. Haben wir irgendwie schon eine Sortierung? Ja, so ein bisschen, ne? Hier sind die Samen drin. Ja, was ist das? Da steigen wir. Ich glaube, die Musik von Dings ist auch einfach ein bisschen laut. Ich muss die gerne nochmal leiser machen. Von Raft. Ja, die habe ich gleich ausgemacht. Ich feiere die, ist so ein bisschen entspannt, aber. Irgendwie, manchmal ist. Wir haben voll leise Lieder, dann mache ich es wieder lauter, dann kommt immer wieder so Lieder, die das Trommelfell wegballern. Ich bin ins Wasser gefallen. Gleichgewicht sind bei mir noch nicht ganz ausgebildet, glaube ich. Zusammen kratzen. Zängertüren Hai angebissen. Ja, deswegen habe ich mich auch gerade umgedreht, aber da war niemand. Ja. Kann sein, dass du gerade attackiert wurdest. Ja, ja. Er ist schon drauf. Das ist mein Haken. Der Hai hat sich aber einfach wegteleportiert, als ich mit meinem Haken gekommen bin. Also das Floß drehen kann man nicht, oder? Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Also wir tun eh gleich wieder Richtung ändern wegen Wind, aber wir wollten nicht so ins. Ja. Da schwimmt doch ganz viel Zeug. Hat jemand Kupfer und Glibber? Zufällig? Nein, aber ich kann gleich versuchen, welches zu holen. Ja, nee. Ich möchte hier Dings machen. Antenne und Empfänger. Nein. Jetzt schon. Nicht? Brauchen wir das zu früh? Muss nicht, aber Story und da kriegst du auch Loot. Okay. Und Baupläne. Für andere.
andere Sachen. Neues Zeug. Aha. Ja. Ein bisschen trainieren, oder? Mhm, ja, ja. Zwei Bäume oder was? Yay. Wer hat sich die Insel ausgesucht? Bonus. Ah, okay. Ich hab sie nur entdeckt. Ich hab gefragt, wo dahin? Ja. Jonas. Ja, vielleicht gibt's ja Metall hier unten. Er hat's. Also, ich hab 9 Algen schon gefunden. Ich brauch aber das Glibber. Ja, Algen habe ich auch. Wir müssen es ja nur dingsen. Ich habe gerade gefragt, was brummt hier so unter Wasser, da werde ich Hunger. Also mein Kaffee. Also sind verdammt langsam. Wenn du es sagst, bekomme ich Hunger. Warum bist du so gemein? Es tut mir leid. Das direkt Metall vor der Boot. Wels. Jetzt isst du den einfach. Ja. So ist das Leben. Ich würde jetzt, glaube ich, kurz was essen gehen. Okay. Wenn ich sterbe, kann ich mich ruhig aufheben. Wenn ihr wollt. Bis dann. Du gehst einfach raus, du bist ja nicht los. Ja, okay, dann gehe ich halt raus. Kann ich beenden. Da können wir ja nicht plündern. Das ist ja schade jetzt. Bis dann. Ja, ich werde auch so nicht. Ciao. Habe Metall gefunden. Hey. Sogar ziemlich viel Metall hoch. Ich habe eigentlich nur einen Klumpen gesehen und dachte, den gönne ich mir jetzt, aber. Nee, so gut. Also ist er draußen und hat als einziges einen Speer, ne? Oh. Ja. Ich guck, dass ich mir gleich eine gecraftet krieg. Ja gut, jetzt kann er ja nur die Außen zerstören, das ist nicht ganz so schlimm. Die Netze sind ja sicher. Wenn ich mir jetzt einen Speer machen würde, würde ich halt 8 von den 11 Holz, die wir haben, brauchen. Das ist ein bisschen viel. Ja, wir hatten halt schon Metall am Start, ne? Metallspeer. Eigentlich wäre das sinnvoller. Ja, stimmt. Weil ich hatte jetzt eigentlich Metall geschmolzen. Ja. Hast du es gerade rausgenommen? Ja, das habe ich 2 davon. Ich muss noch eine Schraube machen. So, jetzt sind es nur 6 von den Planken. Mach ich mal einen vermutlich.
Willst du ihn haben oder? Nee, mach nur. Kannst du ihn gern haben, weil. Nö. Ich realisiere das immer zu spät, wenn der Hai kommt. Ja, geht mir eigentlich auch so. Man hört es und dreht man sich panisch um, sucht und sucht. Und bis man dann wirklich da ist, dann ist er schon längst wieder weg. Ja. Ohne Armor. Warst du jetzt mit der Insel durch oder? Also ich war nur kurz oben drauf und hab die Ananas und so geholt. Achso, ne, oben drauf war ich ja auch schon, aber unten. Ja, unten habe ich mal kurz so ein bisschen um. Ich kann ja nochmal gucken. Ja, es hat gefährlich, solange der Hai lebt. Ja, bei dem ich vorhin die ganze Ruhe gelassen habe. Also manchmal denkt er sich so, man tut nur seinen kleinen Zeh ins Wasser und er direkt so lecker. Und manchmal denkt er sich einfach so, nee, ich guck mal irgendwie. Also ich wäre es fürs Weiterfahren. Ja, okay. Aber jetzt hat er schon wieder was weggeknabbert, weil ich keinen Speer hab. So, oh. Ups. Und ja. Ja, mal los. Der lebt auch noch zu sehr. Aua. Also wir haben versucht, den immer kurz vor der Insel zu töten, dass man mal 5 Minuten Ruhe hat. Ich frage mich aber, wie wir es geschafft haben, unseren Anker hier hinzubekommen. Oder schwimmt der bei dir woanders? Bei mir ist der hier, wo ich reinschaue. Hm. Theoretisch müsste der drunter sein. Egal. Ja gut, das Boot hat sich vor uns bewegt bei einer Welle. Einfach in Windrichtung, oder? Vollgas. Ja. Ich müsste mir noch einen Hammer machen, aber es kostet wieder Holz. Aber ich war eh nicht so der Bauer, richtig. Also in dem Game, ich war immer derjenige, der hat halt irgendwas anderes gemacht. Das Bauen habe ich den anderen überlassen. Ich habe gehört, dass du sehr gerne gekocht hast. Ja, das habe ich. Da habe ich mich schon drauf gefreut, weil ich mache das nicht gerne. Ja, in Real Life sieht es auch noch ein bisschen anders aus, weil ich es halt dann kann, aber theoretisch wäre es schon wie cool, so seine eigene Mahlzeit zu machen. Auch ich kann es halt auch. Hm. Vielleicht eines Tages dann mal. Also, musst du sagen, was du brauchst? Ja, so ein Kochtisch. Augen dazu. Ich kann den schon. Ah ja, hier Topf. Ein Topfisch ist. Der ist halt auch sehr teuer. Okay. Da kann man dann eben 4 Zutaten nehmen und dann kochen. Ich bin sehr intelligent. Ich hab grad Salz, also nicht reingepfeffert. Mann. Warum bin ich denn jetzt schneller? Warum bin ich denn schneller laufen? Liegt daran, weil ich mir gerade uns einen halben Liter Salzwasser reingepfeffert habe. Lass es doch einfach. Ich habe gehört, das soll nicht so gesund sein, ja. Ja, ich weiß. Ich habe ein bisschen zu früh geschaltet. Ich glaube, ich bin ein bisschen müde. Ich war schon halb beim Wasser wieder auffüllen und habe einfach nur E gedrückt und getrunken, während ich am Salzwasser war. Es war eh schon am Verdursten, aber ich habe es noch gefördert. Jedes Mal, wenn ich die Möwen höre, dann kriege ich ein Herzinfarkt, weil die damals immer meine Pflanzen essen wollten. Aber wir haben noch gar keine. Die sind richtig nervig, wenn man irgendwas anpflanzt. Doch eine Pflanze. Manchmal frage ich mich auch hier über die Geräusche. Irgendwas da gerade geplatzt ist. Ja. Fuck, was platscht hier so? Irgendwas platscht hier. Das sind die Sachen wahrscheinlich, die immer hier in das Netz reinmachen, oder? Das Platschen. Kann sein. Ah ja.
Okay, das ist gerade aber durchs Netz geschwommen. Nur ist nicht drin hängen geblieben. Der ultimative Test. Ja. So. Das war nur eine Verzögerung. Ich dachte gerade, wo gehen die ganzen Sachen hin? Die sind einfach durchs Netz durchgeschwommen, aber dann sind sie verschwunden. Hat schon Netz ist kaputt. Geht 200 ab. Aber merkt wirklich, dass es Hardcore ist, weil ich bin alle zwei Sekunden am Verhungern oder am Verdursten oder irgendwas. Ich bin krank. Ich kann nicht mehr zu essen. Ich hab's geschafft. Er hat es nicht kaputt bekommen. So, wieder da. Nur jetzt kann ich es nicht reparieren. Ja, hallöchen. Weil ich noch keinen Hammer habe. Wusstest du, komm? Warte, ich war weg. Komm, jetzt werde ich es noch haben. Achtung, die Elster ist wieder da. Wir müssen schnell alles aufräumen hier, wegräumen. Vor allem müssen wir Essen finden. Ich habe nichts mehr und bin am Verhungern. Wo ist denn hier mein Seetank schon wieder hin? Das gibt's ja nicht. Ich hab's in den Sink gelegt. Ah, okay. Ja, ich leg jegliche Ressource, die ich habe, meistens immer direkt in die Kiste. Dass mein Inventar sauber bleibt. Weil das ist immer schnell mal ein bisschen unaufgeräumt. Ich sollte mal einen Hammer machen, damit ich das hier reparieren kann. Weil ich spar gerade an deinem Kochtisch, deshalb. Ah. Ich muss noch irgendwas machen, hab ich was vergessen. Also mein Hammer. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihn dann wieder wegwerf, so wie damals immer. Bei Fortnite. Fortnite habe ich, wenn man den Bohrplan rausholt, kann man eine bestimmte Taste drücken, um den wieder wegzulegen. Und bei mir war das halt immer Q. Und deswegen habe ich in Fortnite voll oft nach dem Bauen halt Q gedrückt. Und wenn ich dann in Raft irgendwas gebaut habe, habe ich Q gedrückt und habe ich den Hammer weggeschmissen. Und dann habe ich mich beim nächsten Mal gefragt, wo mein Hammer hin ist. Das war immer sehr lächerlich. Ja, ich baue gerade an dem Kochtisch. Das ist der Seetang. Was? Ja. Ich hab. Lol. Alter, der ist ja voll teuer. Ja. Muss man ja bald wieder Metall schmelzen. Ja, hab ich auch jetzt. Wir brauchen wieder was zu essen, ich bin am Vorhang. Wir haben nichts mehr. Hey, vielleicht liegt uns auf dem Grill. Oh ne, jetzt hab ich sie so nicht repariert, Kate, das ist ja lächerlich. Genau das gleiche Ding nochmal angreift. Der andere geht gleich kaputt. Hast du schon Metall rausgenommen, ja, also für den Kochtopf? Ja, das habe ich schon dabei. Okay. Ah, ich weiß, was ich noch machen kann. Hat noch jemand noch? Nee, geht so. Ob ich den teilen muss. Gönn dir's. Weiß zweimal rum, aber dritte Mal lassen wir noch den Ambus. Ist recht für eine Insel, aber also, glaub. Bis wen? Falls der kleine Hunger ruft, ne? Falls ich aber vielleicht doch einen zweiten Kochtopf, Schmelze machen soll. Tommy, alles zu lang. Ja, du hast ja kein Material. Doch. Wie viel hast du denn Material zum Schmelzen? 12 Kupfer und 15 Kleber. Ah. Habe ich mir halt zwar in der Kiste habe ich es genommen, dass ich es schmelze nach der Sache. Da ist also mein Kupfer hin. Ah. Ich habe da auch eingezahlt. Ja, ich weiß. Wo kann ich meinen. Kannst du mir das einfüllen? Mein Beet hin. Wo passt das am besten hin?
ewiges Beet. Ja, mein Beet, ich muss ja irgendwie auch meine Ressourcen zusammenkratzen. Dann kommen die Vögel. Ich weiß, aber wir müssen es halt verteidigen. Ich schicke sechs Dinger hin. Ah, hier. Hat jemand einen geeigneten Ort? Im Meer. Das muss doch funktionieren. Das funktioniert. Ein Schmelzkopf von dem anderen Glibber. Das ist so hin, so ist schön. Hm. Dann halt so. Wunderschön. So Leute, ich denke, das reicht für heute. Guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.